In Köln-Rath ermitteln jetzt Hanna Becker und Gino Meyer in einem Tattoo-Studio. Eine Frau ist in großer Sorge. Sie vermissen Ihren Freund in Enrico, okay? Ja, der ist irgendwie gestern nicht aufgetaucht nach dem Feiern und auch heute Morgen war er nicht im Bett. Mhm. Und laut Hinweisen befindet er sich wohl da irgendwie im Tattoo-Studio, aber mir macht nicht keiner auf. Ich weiß auch nicht. Ich mache mir jetzt echt total die Sorgen. Also Sie vermuten ihn im Tattoo-Studio? Ja, auf jeden Fall. Ja, gucken wir doch mal nach, oder? Ja, mir erschließt sich die Hinweise noch nicht ganz, aber... Es handelt sich um die Adresse des Tattoo-Studios. Dank einer Ortungs-App auf dem Handy hatte die junge Frau die Anschrift ermittelt. Ach, hier. Ganz in der Ecke. Ja. Sehen tue ich erstmal nichts. Ach, da. Wie Sie sehen nichts. Waren Sie schon mal drin in dem Laden? Die Tür ist zu. Ich nicht, nein. Okay. Sehen tue ich nichts soweit. Kannst du irgendwas sehen? Ich kann nirgendwo reingucken. Zu klein. Zu klein? Hey, was ist denn hier los, Polizei? Guten Tag. Hi. Wer sind Sie? Ich bin Johannes Heyer. Und Sie gehören zu dem Laden hier, oder wie? Mein Kollege, der lässt sich gerade ein Tattoo stechen. Mhm. Wer ist Ihr Kollege? Hi, Sarah. Mein Kollege ist Enrico. Ach so, ja. Dann Enrico lässt sich ein Tattoo stechen. Der ist drin. Ja. Der ist drin, ja. Tür ist zu. Ich komme gerade vom Essen. Haben Sie einen Schlüssel? Nein. Auch nicht, okay. Was ist denn? Die schreien da drin doch rum, oder? Was ist da los hier? Fein? Keine Ahnung, aber es hört sich nicht gut an. Also, der wollte sich Tattoo stechen lassen. Bleiben Sie mal einmal draußen, ne? Wir regeln das dran. Alles klar bei dir? Ja. Müsste funktionieren. Okay. Hallo! Hey! Was hast du denn gemacht? Verschwinde! Hast du? Ja. Pass auf, die Nadel? Ja, die Nadel habe ich. Hey! Na, du bist doch bescheuert! Runterkommen! Ach du Scheiße, guck dir mal die Stirn an. Nimm mir aber die Stirn probiert! Erstmal runterfahren. Und der ist auf einmal vor uns losgegangen. Hast du ihn safe? Ja, der beruhigt sich auch wieder. Alles gut? Haben Sie Schmerzen? So wie die Stirn aussieht, kann ich mir das gut vorstellen. Ein bisschen schwindelig. Ey, Kollege. Hinsetzen? Sonst einmal runter hinsetzen. Einfach runter hinsetzen. Was soll der Scheiß? Entschuldigung, der ist Diabetiker. Wo ist denn der? Ich komme hier gerade vom Essen. Ist das Ihr Freund? Ja. Das ist Enrico. Okay. Moment. Gucken Sie mal, was die mit mir gemacht hat. Der tätowierte Mann hatte Streit mit seiner Freundin. Als er seinen Freund anrief, hatte der prompt eine Idee. Nach dem Streit hat Janis vorgeschlagen, weil ich ihm davon erzählt habe, dass wir was trinken gehen. Ja, und dann waren wir hier in der Kneipe hinter um die Ecke, haben ein bisschen was getrunken und dann wollte ich... Ja, ein bisschen auch zur Versöhnung wollte ich mir ein Tattoo stechen lassen, aber aufs Bein und nicht auf die Stirn, also du kennst mich. Sie waren, auf gut Deutsch gesagt, voll, sind gestern Abend hier ins Studio, um sich den Namen irgendwo aufs Bein tätowieren zu lassen oder auf den Fuß, wohin auch immer, und waren aber nicht so ganz bei sich. Und als sie gerade zu sich kamen, hatten Sie die Schmerzen auf der Stirn, Blick in den Spiegel, hat Ihnen alles erklärt. Ja. Und dann sind Sie ausgeflippt, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ist doch verständlich, oder? Heißt, Sie sind gestern Abend irgendwie bewusstlos gewesen, als das passiert ist? Die Schmerzen auf der Stirn, dass du nur hochgesprungen bist auf einmal. So, ein Schritt nach dem anderen. Seine Sache haben wir jetzt gehört. Mhm. Ne? Gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mir irgendwas auf die Stirn tätowieren lassen würde. Ja, ich hätte jetzt Platz dafür, aber... Der ist total verliebt. Ich mache, was ich Kunden wünschen. Wenn er die Stirn haben möchte, kriegt er die Stirn. Jetzt, Sie sind diejenige, die tätowiert hat und die ihm das auch auf die Stirn darauf tätowiert hat. Ja, erzählen Sie mal aus Ihrer Lage. Also bei mir, die beiden Jungs kamen an und er wollte unbedingt dieses Tattoo haben als Liebesbeweis, weil hier haben beide irgendwie Probleme miteinander gehabt und er wollte das irgendwie damit ein bisschen kitten und er wollte es unbedingt auf die Stirn haben, damit es halt wirklich präsent ist für jeden zum Sehen. Absolut. Und das kann er bestätigen. Genau. Also er hat mir den ganzen Abend vorgeholt. Ah, Sarah. Und auf einmal springt er hoch während des Tätowierens. Ich kam mit der Nadel irgendwie noch blöd ran. Deswegen hatte er, glaube ich, dann Panik und hat mich dann zur Seite geschubst und wollte mich da irgendwie attackieren. Genau. Ich habe nichts gemacht. Ich habe alles so gemacht, wie wir es abgesprochen haben. Der Diabetiker widerspricht der Tätowiererin aufs Schärfste. Auch Gino Meyer hat Zweifel an ihrer Aussage. Wenn mir so ein bisschen komisch vorkommt, ist ganz einfach,
Hier ist die eine Seite, da ist die andere Seite. Die zwei sind sich irgendwie so total einig. Auf jeden Fall. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, als wenn die sich gegenseitig so ein bisschen decken würden. Ich glaube, da steckt mehr hinter. Irgendwas kommt mir da auch komisch vor. Also lässt sich doch keiner irgendwann auf die Stirn tätowieren. Also, da schreibt das auch nicht so, oder? Ja. Ich würde einfach mal mit einem Atemalkoholtest, ich habe noch von dem VU von vorhin den Atemalkoholtest auch einfach in der Tasche. Mhm. Ich würde ihn einfach mal pusten lassen, wie viel Sprit er denn da wirklich drin hat. Und wenn er jetzt noch, sagen wir mal, 1, 2, 1, 3 geblasen hat, dann könnte er natürlich sein, dass er so einen Scheiß unterschreibt. Ne? Aber ja, wenn da nur eine kleine Sache rauskommt, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Option. Wären Sie mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden? Natürlich. Weil wir haben ja auch momentan, so wie wir Sie hier angetroffen haben, einen Tatvorwurf der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Ne? Sie hatten ja hier ein gefährliches Werkzeug und wollten die Dame angehen. Dementsprechend müssen wir natürlich alle für Sie positiven und negativen Beweismittel erheben. Und deswegen würde ich gerne einen Atemalkoholtest durchführen. Gut, perfekt. Den habe ich noch hier drin. Haben wir ja gerade nicht gebraucht. Muss zum Glück haben, ne? Ich überflüssig. Ja. Ja, wir müssen ja alles für jeden Positive tun. Na, von daher. Wo ist denn das Loch? Da, auf der Seite, ne? Da. Da steht dir richtig gut, ey. So, dann hier einfach mal reinpusten, bis ich Stopp sag. Weiter, 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 Stopp. Ja, rechnet noch ein bisschen. Ich habe jetzt hier 0,5 Milligramm. Ja? Nee, ist Quatsch. Promille. Das hat neue Geräte, das ist Promilleangabe. Mhm. Das ist jetzt, sagen wir mal, für mich 3 Bier. 3, 4 Bier. Also in meinem Fall kommt jetzt. Kommt dann drauf an, wann das letzte Bier gewesen ist. Ja, und ne? Die Diabetes kommt dazu. Mhm. Die Polizisten sind sicher, der tätowierte Mann lügt nicht. Eine Geldrolle lenkt ihre Ermittlungen in die entscheidende Richtung. Was hat der Spaß eigentlich gekostet? Das waren 100 Euro. 100 Euro? Mhm. Das ist, glaube ich, ein normaler Preis. Für ein Fußtattoo auf jeden Fall. Für ein Fußtattoo eher als für so ein Stirntattoo. Ich hatte dich ja vorhin schon mal angesprochen, ob du die Kohle oben auf der Vitrine gesehen hast. Ja. Was ist denn das eigentlich für Geld, was da oben auf der Vitrine liegt? Das ist sein Geld, was er bezahlt hat für sein Tattoo. Was er bezahlt hat fürs Tattoo? Ja. Okay. Was er bezahlt hat? Ja. Aber er sagte ja gerade 100 Euro. Das sieht mir hier nicht nach 100 Euro aus. Es ist mehr, weil es halt ein Gesichtstattoo geworden ist. Und das hatten Sie alles dabei, oder wie? Mit Sicherheit. Ich habe keine, weiß ich nicht, was, wie viel das Geld das ist. So also gestern Abend irgendwie mitgeführt, weiß ich, 150, 130, 150, was versoffen. Und dann wollten Sie für 100 Euro ein Tattoo machen lassen, ja. Oder was? Wo kommen die Flocken jetzt her? Okay, mir reicht's. Also, das ist ganz anders gewesen. Ursprünglich wollte er das Tattoo wirklich nicht auf der Stirn haben. Ja. Er hat mir Geld geboten, dass ich ihn auf der Stirn tätowiere. Was? Wie er? Du hast einen tollen Freund. Ja, merke ich auch gerade. Ruhig. Bist du eifersüchtig, dass ich jetzt mit ihm zusammen bin? Ich bin nicht eifersüchtig. Ach so, ist Ihr Ex-Freund oder was? Ja, richtig. Jetzt schießt sich der leider. Jetzt ja, nein, ist klar. War das denn eine lange geplante Kiste oder was? Oder? Nein, das war nicht geplant. Wir haben gestern was getrunken, ja, und dann dachte ich, okay, er ist gut dabei. Ich hätte das sonst nie gemacht. Nie. Ich kannte sie halt, ich kannte die Fotos, weil mein Kollege mit ihr mal zusammen war. Mhm. Also konnte ich sie erpressen und habe mir dann einfach so aus Spaß sowas geleistet. Schon mal mit der Polizei zu tun gehabt? Schon mal polizeilich in Erscheinung getreten? Nein. Wir haben ja natürlich einen riesen Straftatenkatalog. Wir haben im Prinzip 3 Tatverdächtige. Zum einen den Herrn Seeger, den wir angetroffen haben, wie er mit der Tattoo-Nadel versucht hat, jemanden anzugehen. Das stellt den Tatbestand der versuchten gefährlichen Körperverletzung dar. Dann haben wir unsere Künstlerin. Unsere Künstlerin hat hier natürlich eine gefährliche Körperverletzung begangen, wenn nicht sogar eine schwere Körperverletzung, bleibt letztendlich noch festzustellen. Ja, und dann haben wir unseren jungen Herrn, der sich zunächst erstmal gar nicht einsichtig zeigte, der wird sich verantworten müssen, auf jeden Fall für eine Nötigung, vielleicht sogar eine Erpressung, Anstiftung zur Täterschaft der gefährlichen, vielleicht sogar schweren Körperverletzung. Also es ist einiges zusammengekommen.